Ich bin Leon, 23 Jahre alt, seit 2 Jahren Busfahrer. Und ich darf mich erst einmal kurz bedanken, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Wir Busfahrer sind zu jeder Zeit während eurer Beförderung als unsere Fahrgäste für eure Sicherheit verantwortlich. Und das unter vollem Zeitdruck. Ein jeder von uns versucht tagtäglich, ein Mittelding zwischen angenehmem Fahren und Pünktlichkeit zu schaffen. Allerdings ist die Sicherheit immer unser höchstes Gut. Ob wir nebenbei euch beim Fahrkartenkauf beraten, Stadtplan spielen oder in den Pausen den Dreck auf der hintersten Bank bereinigen. Unser Beruf ist auf keinen Fall ein Zuckerschlecken. Hierzu gehört Stress und volle Konzentration zu jeder Zeit. Und das alles zu Löhnen und Arbeitsbedingungen, die nicht mehr tragbar sind. Wenn man 180 bis 230 Stunden in einem Monat macht, bei einem Beruf, der so viel Verantwortung bedeutet, und man es immer noch schwer hat, mit 2 arbeitenden Personen in einen Haushalt über die Runde zu kommen, dann läuft was drastisch falsch. Wenn man für 3 Stunden keine Toilette in Griffweite hat während des Dienstes, wenn man 12 oder 13 Stunden am Tag unterwegs ist, aber nur 8 bezahlt bekommt, weil man 4 Stunden Pause zwischen den einzelnen Linienfahrten hat, dann ist es sogar sehr schwer, Leute für diesen Beruf zu begeistern. Und genau das ist unser nächstes größtes Problem. Einen hohen Altersstand der Beschäftigten und kaum Nachwuchs. Bereits jetzt gibt es ca. 15.000 offene Stellen nur hier in NRW. Und ich bitte euch alle, lasst es nicht so weit kommen, dass wir den ÖPNV einschränken müssen, nur weil wir keine Fahrer mehr haben. Ich denke auch, dann können wir uns die Verkehrswende ins Grab legen. Aber diese Probleme wollen wir dieses Jahr und auch in Zukunft mit euch und der Verdi lösen. Für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne, für höhere Wertschätzung des Berufs Busfahrer. Dankeschön.